Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS19 Lieblingsprojekt. Heute bereits schon Donnerstagmorgen, eine wunderschöne wünsche ich euch, liebe Leute. Ja, leider ist es passiert, wie es passieren musste. Das G27 ist nun endgültig kaputt. Das heißt, ich habe heute leider kein Lenkrad. Was ein bisschen doof ist, ich weiß, aber muss ich halt die gute alte Tastatur wieder zum Spielen verwenden, was nicht so geil ist. Also beim Rumlaufen ist es ja prinzipiell nicht so schlimm, ne? Schlimm für mich ist es halt prinzipiell nur beim Lenken, ne? Das ist extrem schlimm. So, ganz kurz zur Information, das hier ist die letzte Folge im Dunkeln auf alle Fälle in der Periode, weil wir jetzt gleich vorspulen. Ihr seht, es sind zwei Striegler unterwegs. Ja, richtig, hier ist einer. Und hier vorne fährt noch ein Striegler rum, weil ich habe mir noch einen Striegel gemietet. Ich wollte jetzt das wirklich schnell fertig bringen, ne? Das ist einer von den zweiten, ist der Gemietete, die fahren beide mit CP. Ihr seht hier, das habe ich alle schon abgearbeitet. Die zwei auch. Das heißt, wir haben jetzt noch die 8, was ein bisschen größer ist. Und das müssten wir aber die Folge auf alle Fälle schaffen. Ne? Da bin ich zuversichtlich. Der 820er ist fertig. Da werde ich jetzt mit dem einfach mal ein bisschen, ich würde sagen, hier entlang fahren, oder? Ich weiß nicht genau, wo wir entlang fahren. Mal schauen. Machen wir das Ding mal hoch und mit X. So. Okay, ja, wie gesagt, ist eigentlich voll ungewohnt für mich, mit Tastatur zu spielen, aber ja. Ich werde heute Außenansicht fahren, weil da merkt man das nicht so doll. Innenansicht merkst du es halt extrem, wenn du das Lenkrad ziehst. Wie gesagt, tut mir sehr leid, aber kann ich leider auch nicht ändern. Wenn die Technik kaputt ist, ich bin nicht so ausgestattet, dass ich ein zweites Lenkrad im Kasten habe oder im Schrank habe, das anschließt und los geht's. Und das habe ich leider nicht. Also, ich habe mir da immer auf mein heiß geliebtes G27 verlassen und jetzt hat es endgültig den Geist aufgegeben. Ne? Und jetzt habe ich mir so beim Abendessen habe ich mir so gedacht, eigentlich hast du echt schon ein paar Lenkräder durch, ne? Ich glaube, ich hatte jetzt dreimal das LS-Lenkrad. Zwei oder dreimal, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Und jetzt das G27 auf dem Gewissen, ne? Eieiei, das ist eigentlich schon teuer, wirklich teuer, wenn man das so sieht, ne? Aber gut. Tatsächlich warte ich jetzt auf den, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Michael, glaube ich. Der hat mir sein Lenkrad geschickt und das sollte die Woche noch ankommen. Bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Ich habe schon einen Code bekommen von DHL. Das heißt, er hat es abgeschickt bereits. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass er bis zum Wochenende da ist. Damit wir am Freitagabend, ne, morgen Abend, haben wir ja einen Livestream. Den großen Abschluss-Livestream vom Live-Projekt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir haben euch gehört. Aber nicht zum Thema Live-Projekt, sondern zum Thema Streamen. Ja, ganz kurz, ein bisschen angerissen. Ja. Es wird auch auf YouTube gestreamt. Ne? Wir haben vor. Ach, ist Latin die Sack aus dem Katze. die Katze aus dem Sack. Und zwar, der Kollege Boxe wird auf YouTube streamen und ich, meine Minderheit, wird dann mit 5 Leuten auf Twitch streamen. Ne? Also, könnt ihr euch schon mal nicht schwarz in den Kalender eintragen, aber falls ihr schon mal ein Kringel beim Freitagabend rummachen, so circa 20 Uhr, vielleicht auch schon 19:30 Uhr, müssen wir gucken, wird's losgehen. Ich glaube, der Boxer hat aber auch noch was vorbereitet als Info für euch. Mal gucken, wann das rauskommt, weiß ich nicht. Und ja, ne, also nicht, dass ihr glaubt, wir hören euch nicht oder wir lesen die Kommentare nicht oder wir machen einfach das, was wir machen wollen und ist uns scheißegal, was ihr wollt. So ist es natürlich nicht. Also wir versuchen da schon ein bisschen auf eure Wünsche auch einzugehen. Deswegen auch Double Stream, ne? Ja, am Freitag ist wieder der härteste Tag überhaupt. Ey. Da fange ich um 5 Uhr morgens an zu arbeiten. 5 Uhr morgens bis ungefähr 18 Uhr. Und dann noch streamen. Alter Schwede, das wird eine Aktion werden. Ey. Boah, naja. So, ich werde jetzt mal anfangen, den Rand zu bearbeiten. So, oh, da sind aber viele Kosten abgezogen worden. Wir hatten 6.000, ne? Also no joke, wir hatten 6.000. Gut, was ich mir überlegt habe, wir können noch Kredit aufnehmen, habe ich gesehen. Und ich habe Bock, Kredit aufzunehmen. Und zwar werden wir im Laufe der nächsten, oder vielleicht diese oder nächste Woche, werden wir Kühe kaufen. Haben sich ja wirklich sehr viele gewünscht, Kühe zu kaufen. Ich kann noch 140.000 Euro aufnehmen an Kredit. Wir sind jetzt auf 700.000, wir können bis zu 840.000 Euro hochgehen. Habe ich bei der Bank nachgefragt, geht alles okay. Und das werden wir nutzen. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht, ob es heute ist, ich weiß nicht, ob es morgen ist, ich weiß nicht, ob es am nächsten Donnerstag ist. Ich kann es euch nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Deswegen müssen wir uns alle einfach ein bisschen überraschen lassen.
Das Gute ist, bei Dunkelheit sieht man das nicht so doll, dass ich nicht mit Lenkrad fahre, ne? Aber auch mit so zwei Traktoren am Feld, ne, mit der Beleuchtung, sieht schon cool aus. Ah, da sind die ganzen Kosten aufgeschlüsselt. Ja, der große Batzen sind natürlich die 2000, fast 2000 Euro Kreditzinsen. Mietkosten, ja, das ist eben der Striegel. Betriebskosten, klar. Betriebskosten, Gebäude, auch klar, ne? Muss ja alles bezahlt werden. Muss ja alles hier, Strom, Wasser, Heizung, Kacke, muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Verstehe ich. Ist auch vollkommen okay. So, fährt er jetzt schon außen rum? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir lassen den Kollegen da drüben einfach mal fahren, ne? Wir machen hier fertig und dann können wir echt ZZ anfangen zu spulen. Weil ich würde dann echt gern erstmal wieder die Sonne sehen. Das ist schon mal Nummer 1. Und des Weiteren würde ich echt gern mal den Drescher anwerfen, damit wir jetzt endlich ernten können. Da habe ich schon Bock drauf, ey. Und das Gute ist, wenn wir die Kühe haben, dass wir die gleich, nicht verfüttern, das ist falsch, dass wir die gleich richtig füttern können, ne? Also richtig mit Heu und Gras und Silage und so, richtig geil. Weil haben wir schon alles gemacht, ne? Hat sich ja schon ausgezahlt, was wir gemacht hatten. So, da war ich zwar schon wahrscheinlich, aber ist nicht so schlimm. So, nicht die Tafel kaputt fahren, Werner, ne? Wir kennen dich alle, danke. Ja, ich fahre jetzt hier einmal zurück. Der Kollege sagt, er ist fertig, das glaube ich ihm sogar. Jetzt warte mal, jetzt werde ich es aber so machen, dass ich den Gemieteten, ich glaube, der hängt am 8er dran, dass ich den gleich zurückgebe, weil bevor irgendwelche anderen Kosten oder weitere Kosten entstehen, wäre halt irgendwie doof. Ja, das war er. Dann fahren wir mit dem jetzt nochmal, einfach nochmal eine Querbahn. Oh, so sieht meine Stimme aus. Ja, läuft. So, das CP-Ding machen wir weg. Dann fahren wir einmal noch rüber. Es fehlt noch minimal so ein paar Stellen, aber das ist wirklich nicht dramatisch. Ja, und dann würde ich einfach mal ganz kräftig an der Uhr drehen. Also auf 120 vorlaufen lassen, die restliche Folge. Oder bis es zumindest reif ist und hell ist, ne? Also reif und hell, das ist wichtig. Und da bin ich natürlich schon sehr gespannt, wie viel da wirklich bei rumkommt, ne? Mit dem neuen Feld dazu, ne? Also das bin ich schon gespannt. Und ja, wir werden diesmal was anderes ansehen, wenn wir wieder zum Ansehen kommen. Wir werden keine Sojabohnen ansehen. Habe ich euch versprochen. Machen wir nicht mehr. So, jetzt fange ich schon mal an, eine Uhr zu drehen, ne? Weil da wird ja nicht besser hier. So, perfekt. So, es ist alles gestriegelt. Hier fehlt noch minimal etwas, aber das lassen wir jetzt erstmal beiseite. Wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause gemütlich in den Feierabend. Es ist 0 Uhr 38 Nord oder Wandberg. Also wir haben schon wirklich geackert die Nacht, das muss man ja sagen, ne? Ich fahre jetzt rechts rum, habe ich Bock drauf. Nicht so doll. Es gäbe noch einen Mod, dieses verbesserte Lenken, das habe ich schon gesehen, aber ich habe das nicht mit reingenommen. Ich habe mir gedacht, komm, so die Woche schaffst du noch mit dem Lenkrad, aber es geht halt gar nicht mehr, ne? Und es wird jetzt auch angezeigt hier, irgendwas mit Stromversorgung ist irgendwie, funktioniert nicht mehr und Überspannung und, oh Gottes Willen, hast du nicht gesehen, was hier alles los ist? Und ja, ich habe es jetzt abgeschlossen und werde es dann morgen reumütig, aber trotzdem sehr, sehr dankend zum Müll bringen, das Ganze. Das muss man auch mal so sagen, ne? So, durch dieses Vorspulen wird natürlich auch die Wolle wieder sehr schnell produziert, ne? Das muss man auch mal so sagen. So, Schröder, bist du noch wach? Oh! Schröder, mein Bester, bist du müde? Ja, normalerweise schlafen wir zusammen im Haus und jetzt bin ich nicht da, hat er draußen geschlafen. Oh, so eine treue Seele. Soll ich? Nein, das machen wir nicht. Ist ein bisschen hell hier, ne? Alter Schwede. Ja, der Fendt hat aber eine gute Beleuchtung, das muss man sagen. Gefällt mir. Hier ist so ein kleiner hartnäckiger Fleck, ne? Das stört mich. Aber kann auch sein, dass wir das erst wieder reparieren müssen, das gute Gerätchen. Ah, sieht doch gleich besser aus. So, die Wolleproduktion läuft. Ich kann gerade nicht nach hinten gucken, aber müsste funktionieren. So. Der Striegel war meines Erachtens... Was, gerade ein Fuchs? Oder ein Wolf? Oh, ich habe Angst. Oh, ich habe Angst hier auf der Karte. Kommen noch die Schakale. Gut, nicht so schlimm. Striegel bringen wir zurück. Also zurück zum Stellplatz, wo der halt immer steht, ne? Klar.
Müssen wir den nochmal reparieren? Wir fahren den nochmal ganz normal, weil wir haben eine Werkstatt am Hof, ne? Wir lassen uns nochmal ganz fix reparieren. So. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp! So, ein Stück vorfahren. So. Oh ja, muss repariert werden. Reparieren. Yes, yes. Dann würde ich ihn nochmal so nochmal dran kuppeln. Können wir den Traktor auch noch angucken? Hallo? Ich möchte gerne den Traktor nochmal... Oh, Mann. Ah, das ist zu hoch. Warte. Ah, knappe Kiste hier. Oh, ich hoffe, er springt nicht. Ah, no, ist immer noch das da. Okay, vergiss es, vergiss es, vergiss es. So. Okay. Oh, langsam wird's hell. Ich höre die Vögel zwitschern. Schön. Das macht doch Spaß. So, gucken wir mal, wie es um den Reifheitsgrad... Nicht so. Okay, ist noch im Wachstum. Ja, ist auch kein Problem. Wir müssen eh noch einen Moment warten, bis wirklich alles so ist, wie es ist. Ich glaube... Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich lasse mal die Pflegebereifung dran. Ich glaube aber nicht, dass wir die jetzt brauchen werden. Ich glaube eher, dass wir eine Breitreifen draufziehen oder drüberziehen werden. Aber weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. So, erstmal hier geparkt. Läuft. So, der Achter. Ne? Der Achter muss auch. Den habe ich auch Pflegebereifung verpasst. Ne? Das sieht wahnsinnig schrecklich aus, ich weiß. Aber für die Arbeit gerade so richtig, ne? Ist der Blinker? Ah ja, Blinker habe ich auch noch. Siehst du, hier läuft. La la li la la. Mach doch nicht mal aus hier, ne? Wir können eigentlich einen Traktor, wir können den eigentlich schon mal waschen, den Traktor hier. Und können dann schon mal wieder zu den Tieren fahren und erstmal Wasser noch schütten, ne? Weil das ist, glaube ich, so die erste Aufgabe morgens. Hans-Dieter, moin. Geh nur rüber, kein Problem. Bisschen schneller, ne? Danke. Bring mir ein Brötchen mit. Danke. Tüt, 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 tüt. So. Kacher war da vorne. Okay, okay. So. Weiß gar nicht, wie weit wir jetzt vorspulen. Genug, genug. Alles gut. Huch. Ja, da werden wir hier mal ein Gewicht dran basteln. Da werden wir hier mal, vernünftige Reifen dran basteln und dann werden wir mal, ne? Dann werden wir mal losziehen hier und ab in die Ernte, sage ich nur. Ich glaube, da kann ich den Kollegen mal ganz kurz stehen lassen, ne? Ist der schmutzig oder muss der repariert werden? Lass mal ganz kurz stehen. Ich muss mit dem Drescher losfahren. Oh nein, es ist runtergefallen. Ach man, ehrlich jetzt? Das ist aber schlecht. Das ist echt schlecht für mich jetzt. Warte mal, sollen wir das mit dem Traktor versuchen? Das ist, glaube ich, ein bisschen die klügere Idee, ne? Ich habe zufällig einen hier rumstehen. Das ist natürlich jetzt... Oh, das ist mega schlecht, dass es runtergefallen ist. Hat sich das irgendwie verkeilt, ne? Mit irgendwas anderem. Schade. So, lass uns mal anschauen hier. Oh, 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 oh. Das gibt ein... Oh, 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 oh. Geht das noch raus? Zieh! Gib alles! Lenken soll ab und sowas bringen, ne? Oh, 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 habt ihr das gesehen? Das kriegt ja wirklich was. Ich will nicht gegen diese Säule da vorne fahren. Ah, ich glaube, das... Aber zurück geht... Oh. So, ich glaube, reiten wir uns jetzt mehr in die Kacke rein hier? Ah, das sitzt fest. Okay. Ich werde mal versuchen, das Schneidwerk zurückzusetzen. Geht ja nicht anders, was zu machen, ne? Das habe ich letztes Mal nicht schön geparkt. Da lernt man wieder, parkt das Zeug vernünftig, dann passiert euch sowas nicht. Zurücksetzen. Yes. Und das setzen wir auch zurück. Wird das hier unten zurückgesetzt? Nee, ne? Beim Händler? Lass mich raten. Ach, Mann. Ach, Doppelmann. Da muss ich jetzt zum Drescher hochfahren. Ich muss das Schneidwerk wieder... Oh, nein. Ich hab keinen Bock. Na gut. Rund um Löcher an. Gut, dann fahren wir zum Händler. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt aber ehrlich nicht der Plan, ne? Das müsst ihr mir wirklich glauben. Ah, ich muss ihn reparieren. Warte, wir reparieren ihn jetzt heute noch. Dann fangen wir morgen mit der Ernte an. Was willst du? Du kannst ja nichts übers Knie brechen hier. Oh, das ist aber, das ist aber klein. Ah, komm, lass mich doch an den Trigger ran. Jetzt kommen wir nicht mal ran, wetten. Nee. Okay, ist egal, dann machen wir das beim Händler oben. Aber
Das machen wir erst morgen, weil für heute sind wir nämlich fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich momentan nicht ein Lenkrad-Gameplay liefern kann, aber ich hoffe, es ist trotzdem okay für euch. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.